Ja, es hat mich eigentlich schon früher, während der Schulzeit zum Beispiel, fasziniert, was die Forschung alles kann und vor allem, wie sie es schafft, immer wieder Neuland zu betreten. Und deshalb ist es schön, wenn man dann sieht, dass man es geschafft hat, auch ein kleiner Teil davon geworden zu sein. Meine Forschung beschäftigt sich mit der Anpassung von alpinen Pflanzen an ihren Standort, der gekennzeichnet ist durch ganz extreme Standortbedingungen, also zum Beispiel hohe Temperaturen, niedere Temperaturen, starken Wind oder auch Trockenheit. Und mein Fokus liegt eben jetzt auf dem Wasserhaushalt und der Anpassung von Pflanzen an die Wasserverfügbarkeit am Standort. Ja, das Faszinierende ist eigentlich, dass Pflanzen wirklich an so extremen Standorten überleben können. Im Vergleich zu Tieren können sie nicht einfach sich verstecken oder den Standort ändern in dem Moment, wo eine schwierige Situation auftritt, sondern sie müssen wirklich einen harten Winter oder einen sehr heißen Sommer überleben. Und für mich ist das Faszinierende, wie sie das eben schaffen und wie auch die einzelnen Arten ganz unterschiedliche Strategien entwickelt haben, wie sie das schaffen. Also am meisten Spaß macht eigentlich schon die Freilandarbeit. Weil wenn man wirklich so an einem schönen Tag draußen ist im Alpinengelände, dann macht das einfach richtig Spaß. Also Kollegen und Kolleginnen innerhalb der Forschungsgruppe oder auch des Instituts sind sehr wichtig, weil sie natürlich auch Motivation geben, weil sie ja dann Austausch ermöglichen und auch einen Einblick in verschiedene Arbeitsthemen. Also im Sommer bin ich relativ viel im Freiland unterwegs. Also das sieht so aus, dass man eben an die Waldgrenze meistens fährt oder eben weiter hinauf ins alpine Gelände, dass man seine Geräte und Materialien mitnehmen muss und dann werden da meistens Untertagsmessungen gemacht. Also im Labor werden dann noch weitere Parameter vom Wasserhaushalt von Pflanzen gemessen. Also in der Praxis sieht das so aus, dass wir die Pflanzen vorbereiten, also einzelne Astabschnitte unter Wasser abschneiden. Die werden dann eingespannt in ein hydraulisches System, wo wir dann Wasser durchleiten und damit messen können auch, wie hoch eben die Leitfähigkeit innerhalb des Astes oder des Stammabschnittes ist. Und in einer weiteren Folge werden dann eben die Daten ausgewertet am Computer und eben auch verglichen mit den Ergebnissen, die man im Labor erhält. Im Mikroskop schauen wir uns auch die Holzanatomie an, zum Beispiel die Größe der Leitgefäße, die Gruppierung der Leitgefäße und so weiter, weil es hat eine Auswirkung dann darauf, wie viel Wasser und wie schnell das Wasser transportiert werden kann. Also die Forschungsarbeit ist zum Teil schon sehr intensiv, wobei man dann halt immer selber auch schauen muss, dass man sich einen Ausgleich sucht. Ja, in der Freizeit ist die Musik ein großes Hobby von mir, wo ich Klavier spiele und auch im Chor singe. Und ansonsten bin ich gern draußen unterwegs, also zum Beispiel mit Wandern. Ja, beim Wandern kann ich super abschalten, habe ein bisschen einen Ausgleich zur Wissenschaft und genieße einfach die Zeit in der freien Natur. Ich glaube, dass die Wissenschaft mehr Öffentlichkeitsarbeit machen muss, auch die einzelnen Forscher vielleicht in den Mittelpunkt stellen und ihre Forschung. Und dass man einfach ein bisschen mehr sichtbar macht, welche Ergebnisse da auch erzielt werden. Ja, ich glaube, dass wenn man als Jungwissenschaftler das Ziel klar im Auge hat, dann hat man schon auch eine Chance, weiterhin auf dem Gebiet arbeiten zu können, auch wenn es nicht immer ganz einfach ist.